Ich bin ja parteilos, werde das auch bleiben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Deutsche Bundestag wieder eine Opposition benötigt, die auch die Bundesregierung wirklich kontrolliert. Und das ist für die nächste Legislaturperiode mit der AfD möglich. Sie hat gute Chancen und ich glaube, sie hat auch die intellektuellen Kräfte, dann auch eine treibende Kraft im Deutschen Bundestag zu sein. Es ist ein bisschen Zeit vergangen zwischen dem Moment, als Sie ausgetreten sind und heute, dem 6. September, hat das einen besonderen Grund. Wollten Sie ein bisschen warten? Wollten Sie in die heiße Phase des Wahlkampfes erst einsteigen? Nein, das ist eine Entscheidung auch der AfD gewesen. Wie kann man es regeln? Wann passt es da? Wann passt es diesem? Wann passt es jedem? Also ich habe mich da auch nicht groß eingemischt. Mussten Sie besonders überzeugt werden oder hatten Sie das vielleicht auch schon ein bisschen so im Hinterkopf? Ich musste überhaupt nicht überzeugt werden, weil ich sage, ich stehe zu dem, wovon ich überzeugt bin. In einer Demokratie sollte man das. Leider sind viel zu viele in Deutschland inzwischen sehr ängstlich geworden, ihre Meinung zu sagen. Ich erlebe das im Umfeld. Ja, eigentlich bin ich ja für die AfD, aber ich wage nicht, es laut zu sagen. Verdammt nochmal, wir sind in einer Demokratie, jetzt habt euch nicht so. Mein Großvater saß als Kommunist im KZ. Das ist nicht meine Denkungsart. Aber der hat sich wenigstens was getraut. Können Sie sich erklären, warum gerade in der CDU niemand wirklich aufbegehrt hat, auch 2015 nicht, während der Flüchtlingskrise? Wir waren eigentlich innerhalb der CDU, die Innenpolitiker und andere, waren die einzige Opposition. Wir haben in der Fraktion intensiv debattiert. Das hat die Kanzlerin überhaupt nicht gerührt. Und den Fraktionsvorsitzenden auch nicht. Allerdings steht die Kanzlerin immer noch weitführend da, laut den Demoskopen. Also was fehlt denn vielleicht der AfD noch, um auch da genau im konservativen Lager, wo viele immer noch sagen, naja, aber dann wählen wir Merkel, da wissen wir, was wir haben, diese Stimmen zu bekommen? Ja, also viele, erstmal kümmern die sich nicht so sehr intensiv darum. Dann muss man eines sagen, die Angela Merkel ist einfach sympathisch den Menschen. Sie ist auch im persönlichen Umgang, das sage ich sehr gerne. Ich bin mit ihr gut ausgekommen. Sie ist ein sympathischer Mensch, offen und freundlich. Und es ist angenehm, mit ihr zu sprechen. Aber ich sage, selbst wenn sie meine Schwester wäre, könnte ich nicht für sie werben, die CDU zu wählen. Aber sie hat trotzdem nie das gemacht, was Sie ihr gesagt haben. Naja gut, also ich habe immerhin durchgesetzt, dass wir eine dauerhafte Gedenkeinrichtung für die deutschen Heimatvertriebenen haben. Aber das habe ich auch deshalb erreicht, weil ich mir da die Unterstützung auch von Linken, von Grünen und so weiter geholt habe. Sonst hätte die CDU vielleicht auch nicht, wäre nicht so aufgesprungen, hätte es gemacht. Ja, diese Unterstützung ist der CDU ja immer besonders wichtig, von Links und Grün. Sie sind natürlich auch eine Stimme immer gewesen der Vertriebenen. Glauben Sie, dass auch heute zum Beispiel die Veranstaltung dazu führen wird, dass viele Vertriebene doch noch das Kreuz bei der AfD machen werden? Das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen. Können Sie irgendwann sich vorstellen, in die AfD einzutreten? Nein, ich bleibe parteilos. Man muss im höheren Lebensalter nicht auch noch wieder in eine Partei eintreten, wenn man gerade nach 40 Jahren aus einer ausgetreten ist.